Hi, ich bin Sabrina und mein letzter aktiver Ort habe ich bei einer Schülervertretung in Überpalenberg bei Aachen geteamt. Genau, die SV aus Überpalenberg und die SV aus den Niederlanden wollten eine Partnerschule aufbauen. Und sie wussten aber nicht genau, wie man das mit den Projekten macht. Sie wollten gemeinsam Projekte machen und den Kontakt aufrechterhalten. Und deshalb haben sie uns kontaktiert, damit wir ihnen so grundlegende Dinge dafür nennen und ihnen etwas beibringen, damit sie sowas aufrechterhalten können. Ja, zuerst haben wir die Schülervertretung sich gegenseitig vorstellen lassen, damit sie sich erstmal generell kennenlernen. Und dann haben wir erstmal Punkte ausgemacht, die eigentlich wichtig sind für eine Partnerschaft. Und auch gemeinsame Projekte schon mal gesammelt. Die besten haben wir dann rausgesucht und dann sind Schritte durchgegangen, wie man am besten vorgeht, so eine Partnerschaft aufrechtzuerhalten und auch mit diesen Projekten, wie man dabei vorgeht. Also es war eine sehr interessante Erfahrung. Normalerweise steht man ja in dieser Schülerrolle, aber mal in die Rolle zu schlüpfen, vorne zu stehen und selbst Sachen zu vermitteln, war eine sehr schöne Erfahrung und wird man auch jetzt weiter immer im Leben gebrauchen können. Deshalb fand ich das schon sehr gut. Ich bin Edward Korostelev, ich bin 21 Jahre alt und meinen letzten Aktivvorort habe ich in Dresden zusammen mit Silvia für die deutsche Jugend in Europa umgesetzt. Wir wollten Jugendlichen mit einem Migrationshintergrund weitere Vorschläge geben zum Engagement im politischen oder sozialen Bereich, nachdem sie schon ihre politischen und sozialen Projekte umgesetzt haben. Es war unsere Aufgabe, ein gewisses Fundament für die Jugendlichen, die teilgenommen haben, zu schaffen, so dass sie einen Neuanfang in bestimmten Bereichen setzen können. Und dafür hatten wir einfach Adressen gegeben, einige Projekte vorgestellt, so dass sie dann auch eine Laufbahn einnehmen konnten. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, besonders mit Silvia an meiner Seite, weil wir sehr gut als Team zusammengearbeitet haben. Außerdem war das unerwartet, dass die Gruppe auch so mitwirken wird, weil es Jugendliche unterschiedlichen Alters waren, aus unterschiedlichen Bereichen kamen und auch unterschiedliche Projekte umgesetzt haben. Sehr, sehr interessant, lehrreich und auch für mich eine tolle Erfahrung.